mir scheiß Übergang. So, nach zwei Wochen Bike-Abstinenz wegen Corona bin ich heute mal wieder an dem letzten schönen Tag heute. Unser harter Kern hier fährt. Alle anderen haben wieder hier geschwächelt. Junge, Junge, was ist los mit euch, Freunde? Der Herbst kommt. Wollt ihr nur noch eine Mocke fahren? Das letzte schöne Tag. Deswegen, ich konnte heute auch nicht zu Hause sitzen bleiben. Ich musste noch irgendwie fahren. Meine Frau hat gesagt, lass es, mach's nicht. Aber Andrew hat gesagt, komm, du Lappen! Stell dich so an, hat er gesagt. Stell dich so an. Okay, stell mich so an. Aber ein bisschen Hüsterchen habe ich noch. Und jetzt freuen wir uns aber schon mal auf diesen geilen, schönen Herbst. Ja, gefreut haben wir uns wirklich riesig. Das war richtig geil, der Tag hier. Aber gegen Ende hin sollten wir dann doch noch eine böse Überraschung erleben. Ja, der erste Herbsttag. Aber wenn es so weitergeht mit Herbst, wäre gut. Aber wir haben schon gehört, am Montag wird es richtig brrrr. Deswegen heute noch mal schön auf die Trails und wir schauen noch mal, wie es herbst geht. Ja, Corona hat mich dann schön erwischt, auch zum ersten Mal. Ich hatte noch nie Corona gehabt. Lag noch zwei Wochen flach und das ist jetzt, glaube ich, die dritte Woche danach. Ja, man sollte eigentlich noch länger keinen Sport treiben, aber ey, schaut euch das Wetter an, nee, das geht doch nicht. Da kann man als Biker nicht im Bett liegen bleiben. Aber okay, fühlte mich zwar nicht ganz so gut, aber ich habe mich echt gefreut auf die Tour mit den Jungs und war ein geiler Tag. So, erster Appel. Appel war okay. Aber kennt ihr das? Das habe ich manchmal auch, wenn ich nicht krank bin. Ne? Da hast man irgendwie so beim Runterfahren, vorm Runterfahren, so die ersten Meter. Ne? So. Du kannst irgendwie alles so nicht so irgendwie das von der Hand zum Bike, das ist irgendwie alles noch nicht da. Du fährst dann so schemenhaft, das, so fühle ich mich jetzt gerade. Ganz easy. Erstmal gucken, ob ich mal Fahrrad fahre. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Jetzt kommt auch wieder zurück. Oh Mann, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Meine Pumpe kommt wieder zum Einsatz. Ja, ich hatte hier eine kleine Challenge gemacht. Ich habe ja meine Reifen dann mal eine Zeit lang ohne Typusmilch gefahren. Also ich glaube zwei, drei Touren waren es, glaube ich, insgesamt. Hatte da ein paar Defekte wirklich mit Lochdurchschlägen und so weiter. Das hätte jetzt die Milch auch nicht mehr gerettet. Da hatte ich zwar nicht so viel Sauerei dabei gehabt, aber letztendlich muss ich sagen, als Resümee für meinen Test, ohne Milch kannst du knicken, funktioniert nicht. Weil irgendwo einfach zu viel Luft rausgeht, der verliert immer Luft und auch beim muss jedes Mal aufpumpen, bevor du losfährst. Also ich fahre nicht mehr ohne Milch, funktioniert leider nicht. Ja. Oh, was ist los? Was macht ihr? Sag mal. Wow. Was war denn hier los? Juhu. Ah, der ist echt schön. Hey. Oh, hier wird's feuchter. Jetzt haben wir fast gelegen. Ja, hier kommt hier wieder so eine Stelle, da sind so kleine Absätze drin. Und jetzt sind wir die am Anfang, irgendwie, die bin ich ja nie gefahren, bin immer außen rum gefahren, haben wir geguckt, einmal versucht. Das hat man immer Schiss und dann macht man es auch nicht, das nervt mich. Ah, er fährt wieder außen rum. Na gut, ich auch. Jetzt haben wir da eine fucking Feature wieder ausgelassen. Puh. Ich hab gedacht, du fährst geradeaus durch. Du Lappen. Hab ich doch. Bist du nicht? Bis links dran vorbei. Aber was passiert denn da, wenn man geradeaus fährt? Das sind eigentlich nur zwei Stufen, aber da haben wir von Anfang an immer gestruggelt. Ja. Eigentlich sind die, glaube ich, schwächer als die oberen Stufen der Kurve, wo du gerade abgegangen bist. Ja.
Ja, ein bisschen Corona-Husten hatte ich dann doch noch. Also war noch ein bisschen, noch nicht alles frei. Ja, hier neben ist jetzt ein richtig geiler E-Bike-Uphill. Ne? Also gut, der Bio geht dann natürlich auch hoch, aber der ist schon knackig, vor allen Dingen matschig und mockig. Aber man kommt hier relativ schnell dann wieder rauf und kann direkt weiterballern. Mann, wir hatten aber an den Tag auch wirklich ein Glück mit dem Wetter. Also der Boden war top. Die Sonne hat geschienen, also wir wussten gar nicht, wie es uns geschieht. Also es war richtig geil, richtig nice. Ein toller Tag. Ich hab Plattfuß. Scheiße, scheiße, da ist ein Loch drin. So, Reifen wieder geflickt. Die Jungs haben den Kicker wieder repariert. Dann können wir jetzt nochmal da runter ballern. Ui. Hey, nicht da lang. Was macht ihr? Ey, was macht ihr denn? Denn hier? Ja, der war mal etwas glatter. Man hat wieder eine Minute zu lange gedauert, hat schon wieder das Handy in der Hand. Eieiei. So, was ist jetzt hier, Lameboy? The window reflecting who I am. No one ever stopped me, not even Uncle Sam. Life might be a struggle, life might be a fight, but I am here to show the world that I can make it right. On a bad day, on a good day, on a bad day. Ah, der war mal schöner, ne? Der war echt mal schöner. Ja, das ist ja so, man ist zwar jetzt schon freigeschnitten, aber trotzdem, du hast noch so eine kleine Rut, wo du durchfährst.
War schön ins Flat. Alle auf Feier, nach vorne. Was für ein Ding. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier kommt. Oh, ja. Das war sehr geil. Aber die konnten auch beide gut fliegen. Ja. Aber den zweiten habe ich dann noch mal ein bisschen mehr Tempo genommen. Ja. Und dann kam der auch besser. Der erste bin ich ein bisschen geflattet. Wow! Ah, ist aber ein bisschen los. Junge, Junge! Hilfe! Alter Vater, du, da war aber ganz schön. Ja. Da haben wir kurz einen Kackstift gekriegt. Ja, da bin ich auch schon zweimal gestruggelt da. Genau ein Stück da. Wo das so eng ist, ja, ne? Ja, genau. Gehört es auch. Am Rückchen nach oben. Ja, da war aber extrem technisch. Ja, ja, hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung. Weil da oben, das eine Stück, wo da so links der Baumstamm war, ja, dann so. Ja. Überall die spitzen Steine daraus. Ey. Junge, Junge. Nach dem Akkuwechsel, den wir ja vorhin schon hatten, sind wir hier auf der anderen Seite ja gewesen. Und hier gibt es ja so ganz unterschiedliche Trails zu drüben. Ja, hier ist jetzt so ein Stück, da muss man noch lang über eine Wiese transferen. Und hier kommen gleich noch zwei Trails, die sind richtig nice, so richtig geile, schicke Flowkanonen. Oh, 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 oh,
So, für alle, die den Trail hier kennen, Achtung, jetzt hier aufpassen bitte. Hier haben irgendwelche Waldnazis eine übel riechende, stinkende, klebende, chemische Brühe auf den Trail geschüttet. Ich verstehe das nicht. Chemie im Wald, wer macht sowas? Mann, 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 Mann. Ja, wo die Chemie im Trail war, das haben wir uns erst nachher irgendwie zusammengereimt. Wir haben hier unten gestanden, haben mir gedacht, boah, die ganze Zeit, oh, was stinkt das denn hier überall so? Es hat erst so gerochen, als wenn einer irgendwas Übles verbrennt oder so. Deswegen, wir waren uns gar nicht so im Klaren darüber, dass wir jetzt eigentlich hier stinken und um uns rum eigentlich gar nichts war. Ja, irgendwie riecht das aber nicht so gut, oder? Irgendwas, weiß nicht, was die hier verbrennen, aber das riecht nicht gut. Aber tote Methode, so richtig olle. So, wir haben fertig gemacht. Ich bin aber jetzt auch komplett maximal am Ende. Irgendwie hat mich das Corona-Ding doch noch ein bisschen geschlaucht. Richtig geil, fast 1700 Höhenmeter heute wieder gemacht. Bei tollstem, geilstem Wetter. Aber jetzt zum Schluss haben wir noch irgendeine Gülle erwischt. Keine Ahnung, was das ist. Wir sind so wie uns in eine Pampe gefahren. Keiner weiß, wo es passiert ist. Wir haben jetzt gesagt, hier, was riecht das hier so nach verbrannten Würstchen oder fettigem Feuer? Ich weiß nicht was. Überall klebt der Kack jetzt hier bei uns dran. Alle Klamotten am Bike. Jetzt muss das Ding auch noch ins Auto. 1,5 Stunden Autofahrt mit verbrannten Würstchen hinten drin. Das gibt was Besseres, oder? Kann man so sehen. Dein Arsch ist aber auch richtig. Ich glaube, dein Arsch hat am meisten abgekriegt, du. Die Buchse ist mal richtig vollgedrissen. Okay, wir machen hier sauber. Bis bald. Ciao, Bella.